Hi, willkommen zu einer neuen Folge Wulong. Heute gibt es wieder Boss-Action wahrscheinlich hinter dieser Tür. Ja, es war zu erwarten. Well, Tiger Sunshine, care to join me now? Tempt me all you may. I will not join forces with evil. Let Da Chao go! Too bad. Das ist aber ein dicker Tiger. Tatja, what's going on here? General Sun! General Sun, he's... Father, is that you? Nicht mehr wirklich anscheinend. Aua! Das hat wehgetan. Ich tue immer ein bisschen seine Reichweite unterschätzen. So. So, jetzt habe ich ihn einmal. Ja, Hälfte ist down. Okay, er scheint in eine zweite Phase zu gehen. Das hat wehgetan. Ah, Mist, nicht getroffen. Ah, ich heile mich lieber. Ah, schade, den habe ich nicht wirklich gut pariert. Ich sag mal so, wenn ich ihn jetzt wieder da hatte ich ein bisschen Angst, das gebe ich zu. Ah, scheiße, ich hab den Dings verpasst. Ah, ich krieg ihn down. Jawohl! Ja, okay, durch die zwei Helfer ist er extrem leicht. Death! Hold on, Father! This is what happens to those who disobey me. Take heed for when the time comes for you to answer. You bastard! Get back here! Curses! Our
father restrained us from completely losing ourselves to bloodlust. And then, in sacrificing his life, he set an example for all Swen descendants to follow. Our bloodline is not to give succor to the evildoers. We are to strengthen ourselves, and one day, bring order to this land. Your claws are not those of the tiger like ours. However, we want you present as we set off. And sail towards a bright future, as kings overseeing an era of prosperity for all. With our ship's helm adorned by that Liar Taoist's severed head. Has been elsewhere. You have surpassed me. Both of you. Grow strong and take care of your men. As commanders, you must be calm and collected. And Bofu, you are just like me. Always reckless. That man, he must be stopped. Dad! Father! It's Hong Jing. She's infiltrated Dong Zhuo's forces alone. Would you go with me to Mei Wu Fort? Ja, schön. Wonderful display. Tell me your name. Diao Chan. Okay, Festung Mei Wu. Gibt's hier keine Standarte am Anfang? Ah, da ist sie. So, sorry für den kleinen Cut. Ich habe mal meine Waffen und Rüstung ein bisschen im Dorf aufgewertet. Und wir sprechen als erstes mal mit Ihnen hier, würde ich sagen. I came here with Hong Jing as we continued our search for Elixir.
I don't know what her plan was, but she has entered the fort alone. I would like you to sneak in, find her and bring her back. Hineinschleicht. The gate is heavily guarded, but luckily there's another way. Using genuine chi, you can make ivy grow rapidly, and thus you'll have yourself a ladder. I shall secure another route, so please do all you can to find Hongjing. Okay. Ja, die Gute hat sich selber in Gefahr begeben. So, und jetzt habe ich auch die die Einbettung in meiner Rüstung verändert, so wie ich das haben möchte. Mir fällt gerade auf, ich habe keinen Kollegen dabei. Ja, ich bin sowieso tot, also können wir das schnell nachholen. So, wen kann ich denn mitnehmen? Hongjing anscheinend nicht. Ich habe reichlich Auswahl. Er ist halt am höchsten. Er gefällt mir einfach, weil die geben ja auf Level 10 die Sets und er hat diese Doppelhellebarden. Allerdings habe ich ihn jetzt auch schon auf Level 5. Ich mache mal ihn weiter. Die Rüstung von ihm finde ich eigentlich ganz cool. Vielleicht ist sie ja besser als meine hier. Ich finde, die ist halt gut und wiegt nicht viel. Und wenn wir jetzt auch ein bisschen in Erdkraft investieren, kann es sogar... Na, ich glaube nicht. Dass wir Beweglichkeit A bekommen, dafür muss man unter 30% sein. Und da würde es... wenn man ausweicht, würde man keinen Willen mehr verbrauchen. So, ich habe mich da eben nicht ganz so wirklich konzentriert. Muss man sagen. Warum machen die so viel Schaden? Ich habe auf jeden Fall erfolgreiche Rache. Das Missionslevel hat mich auch mittlerweile eingeholt. Also die Mission ist empfohlen für Stufe 55. Ich bin Stufe 55. Ich habe ja ganz am Anfang des Spiels, ich habe ja beim allerersten Boss richtig auf die Nase bekommen. Und da habe ich ein bisschen hart gegrindet, vielleicht 20 Levels. Und ja, jetzt hat es sich mittlerweile eingeholt. Aber ich habe ja auch noch ein paar Nebenmissionen in den Kapitel offen. So, und ich habe auch meine Götterbestie, also ich kann euch mal kurz zeigen, was ich eingebettet habe. Also ich habe hier in jedem Rüstungsteil Moralpunktgewinn plus 4,3, Götterbestienanzeigeauffüllung plus 3 und Willensgewinn plus 2,5. Das addiert sich natürlich dann. Und dann bin ich mal gespannt, wie schnell sich die Götterbestie jetzt immer auffüllt, weil ich finde die relativ OP, muss ich sagen. Weil die hält dich nicht nur voll, sondern tut auch für eine gewisse Zeit noch so einen Kreis hinterlassen, in der du geheilt wirst. Das ist, wie ich finde, relativ stark. Und das mit den Moralpunkten, das sehe ich jetzt auch schon. Ich habe schon 3 Stück jetzt. Ich habe das mit den Moralpunkten nicht in die Waffen auch reingetan. Und ja, ich habe 30% mehr als vorher. Also ich kriege quasi ein Drittel mehr Moralpunkte als davor. Das ist, denke ich, nicht zu verachten. Ja, ich bin jetzt schon auf 4. Das ist gut. Das gefällt mir. Ich habe mich mit den Einbettungen bisher nicht so wirklich beschäftigt, aber man kann das schon zu seinem Vorteil nutzen. Schade, der läuft weg. Komm ja mal wieder hin. Ihr Säcke. You must get back.
I will handle this. Hallo, Heidrich! So, der ist tot. Und der auch. So, mein Drache ist voll. So. Okay, das hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe, aber... Die sind tot. Alter, der Moralrang, der geht echt schnell hoch. Das wird mir sehr helfen. Vor allem am Anfang der Mission, ne? Da muss ich mich auch nicht immer wirklich umschauen, wo ich zunächst hingehen kann oder wegen der Gegner. Wenn das so schnell hochgeht, dann brauche ich mich danach nicht richten. So, hier waren die dummen Typen, die auf mich geschossen haben. Aber sonst ist hier nichts außer das Item, anscheinend. Ah, man kann sich von hier aus... Moment. Okay, das ist ein Drop von den einen. Mhm. Man kann sich hier schon ein bisschen umsehen, wo es was gibt und was nicht. Da ist zum Beispiel eine Fahne. Ja, auch wenn man Moralrang schnell hochgeht. Ohne Fahnen droppe ich auf Null zurück. Das ist später eine Abkürzung, okay. So, die Häuser, die kann man doch bestimmt für Drop Attack nutzen. Ich sehe schon, was mich hier erwartet. Bogenschützen. Ich habe keine Pfeile mehr, das ist schlecht. Lass mich zu denen da hoch. Was ist hier los? Wie viele Feinde sind hier? Ich habe den Drachen, glaube ich, genau im richtigen Moment gedroppt. What the fuck? Wie viele sind hier? Also, was war das hier gerade? Wie viele Gegner habe ich hier? Ah, ich habe wieder 4 Heiltränke. Ich war auf 2 runter, ne? Da habe ich ein bisschen Item-Drop-Glück gehabt. Okay. Hier ein bisschen vorsichtiger agieren. Hier sind... Tausende! Ich bin in ein kleines Wespennetz gestolpert, habe ich den Eindruck. Ich hatte irgendwie auf einmal 10.000 Leute an der Backe. Kann das an den Hunden liegen, weil die aufheulen und die anderen dann deswegen kommen? Könnte möglich sein. So. Den schnappen wir uns. Den schnappen wir uns per feiger Sneaky Attack, solange der andere das nicht merkt. Aua! Da oben ist ein Bogenschütze.
Der weicht dir scheiße immer aus. Lass den in Ruhe. Ja, man merkt schon, dass die Götterbestie viel schneller einsatzbereit ist. So, und du bist hier ruhig. Ja, da geht's weiter. Aber hier gibt es bestimmt noch einiges an Items zu finden. Eine Notiz. Da unten ist noch was. Ist hier oben noch was drauf? Ja, eine Fahne. Das ist das Wichtigste. Dann haben wir da noch was. Und hier ist einer noch am Leben. Komm, nimm doch. Heiliger Lotus. So. Das waren alles, glaube ich, Gegner-Drops. Die Pfeile kann ich gut gebrauchen. Die sind mir nämlich ausgegangen. So, da oben ist noch was. Das ist, glaube ich, auch ein Gegner-Drop. Ja, geh hoch. Ja, das ist da, von wo ich komme. Okay. Ja, es war schon haarig hier, ne? Also, zehntausende Feinde, das war schon mal nicht lustig. Okay, ein Invader kommt von wo? Da hinten. Ja, komm mal hier hin. Oh shit. Das sollte halt gar nicht passieren. So, okay, die Köter sind weg. Aua! So, auf Wiedersehen. Kommen Sie bitte nicht wieder. Ja, hier muss ich wieder aufpassen, wo ich hinlatsche. Das Gebiet ist ein einziger Hinterhalt. So, bevor der hier irgendwie Krach machen kann, ausschalten. Ich habe da hinten schon die Fahne gesehen. Die nehme ich mit Kusshand. Na, schade, da komme ich nicht rüber. Okay, der ist ausgeschaltet. Den Hundi wegmachen. So, dann ist erstmal Ruhe. Komm, spring da hoch. Hallo. Dann von hier. Au. Siehst du, geht doch. Ah, da oben ist einer. Ja, der hat das jetzt auch gesehen.
So, Ruhe hier. Da stehen noch drei. Aber die werden den hier nicht mitbekommen. Den kann ich jetzt einfach nicht schnappen. Easy. Moralrang sei Dank. Ich habe noch zwei Heiltränke, deswegen können wir das, denke ich, erstmal lassen, das zu nehmen. Dich können wir uns von hinten schnappen. So, wir gehen dann erstmal nochmal hier rauf. Es waren drei Stück nämlich, ne? So, ich nehme mal einen Safe raus. Ja, die weichen immer aus, nachdem sie den Kontakt bekommen. Dann muss ich es halt mit der Waffenkunst machen. Weil der normale Windsangriff ist anscheinend zu langsam. So. Dann gabeln wir hier gerade noch die Items auf. Okay, da komme ich nicht. Doch, da muss ich so rüberkommen. Da bin ich eben auch so rübergekommen. Siehst du? Geht doch. Er hat nämlich auch was fallen gelassen. Hä? Lag hier nicht ein Item? Ja, sicher. Okay, den darf man nicht da oben hinspringen, ansonsten kommt man da nicht mehr so einfach hin. Okay, ja. Nächste Fahne. Ich bin schon auf 17, obwohl ich durch die Fahne nur Stufe 6 habe. So, und ich kriege zwei Level-Ups. 1,5 machen zwei Level-Ups in Sachen Ausrüstung. Das wird dann noch ewig dauern, bis ich auf 30% bin. Na, vielleicht kriege ich irgendwann mal Ausrüstung, die ein bisschen leichter ist als das, was ich zurzeit trage. Die von Hong Ying sehe ich da als Kandidat für an. Aber wir sind am Ende der Folge, Leute. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Einschalten und ciao!